Schon, aber. Sagst du, okay, du bist um 10 Uhr im Park, tauchst dann um 18 Uhr wieder raus, in 8 Stunden, hallo? Ja. Spätestens um 9 Uhr machen die dicht, ne? Ja, machen die auf, ne? Um 9 Uhr. Ich glaube, um 9 machen die auf. 9 oder 8? Guck mal, ich weiß gar nicht. Hansapark ist um, dass sie um 9 aufmachen. Ja. Ich glaube, Heidepark auch. So. Dann sagen wir mal vielleicht mit Essen und so, wenn man noch zwischendurch was isst. Bis vielleicht maximal 6 Stunden. Ja. Brauchst du da nicht viel übernachten? Ja, ich meinte halt eben, wenn gleich das Wochenende, dass man 2 Tage hingeht. Obwohl, du schaffst da an einem Tag schon alles. Ja, das ist es ja. Haben wir ja auch schon so gemacht mit meinem Vater. Dass wir dann dahin sind. Und was bis vor allem, bis sie dich gemacht haben, da war. Da kannst du aber alles ausnutzen. Klar, irgendwann, das wird's, wenn es ein Wochenende wo richtig voll ist, dann sind auch 6 Stunden schnell um. Ja. Halt meistens. Überleg mal, wenn Sommerferien dann sind. Ja. Dann ist doch richtig was los. Ah, muss auch nicht immer. Meistens Leute fahren Urlaub. Ja, aber. Es ist relativ eigentlich recht oft, dass in den Ferien ist. Mehr los ist. Oder voller ist. Normal. Heidepark sowieso. Ja, komischerweise, der ist. Phantasialand ist auch, glaube ich, immer voll. Zum Sommer. Mhm. Also die Black Mamba haben und so ganzen Quark. Ja. Ich würde gerne mal bei den Amis mit der Superman. Wo du hochgeschossen wirst und dann wieder runter gehst rückwärts. Da musst du Urlaub haben. Da musst du eine Woche bleiben, 2 Wochen. Weiß. Jetzt bringt das nichts. Ja, nichts. Ja, aber ich hätte gerne einen Reimer. Gibt's so viele Achterbahnen, mit denen ich gerne mal fahren würde. Ja, am besten man baut einen Park. Da sind einfach alle Achterbahnen drin. Weißt du, was für ein riesen Gelände brauchst? Also zumindest die geilsten. Ja. Trotzdem brauchst du ein Riesengelände dafür. Europa-Park. Ich glaube, dann brauchst du einen halben Bundesstaat. Wir kaufen NRW ein. Und bauen alles nur mit Achterbahnen voll. Wenn du mal bedenkst, wie viele Achterbahnen es überhaupt gibt. Ja. Da in Dubai, diese Formel 1 Race Ding da. Mhm. Dann da. Und wenn man überlegt, wie groß manche sind, kommt auch noch dazu. Stimmt. Was haltet ihr eigentlich davon? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr so die Achterbahnfahrer oder eher nicht? Das sind bestimmt die. Habt ihr eher Schiss? Die Leute, die mit diesen Entchenbahn fahren. Ja. Es gibt doch diese Kinderachterbahn in Hansapark. Ja. Diese neue da, diese Wikinger-Ding. Ja. Da, ohne Probleme von meinem Mitbewohner, der Sohn. Mitgefahren. Ja, mein Gott. Der ist 5. Ist ja auch richtig so. Weil es gibt welche, die haben auch immer Schiss davor. Es war auch. Ich stehe bei der Nessie. Dann fragt mich voll, nimmst du meinen Sohn mit dran? Und ich so, ja klar. Auch irgendwie, keine Ahnung. 6 oder so. Geil. Scheiß drauf, einfach mitgefahren, der Kleine. Ja, mein Gott. Der sagt, was er seine Mutter gesagt hat. Ich bin doch kein Schisser. Aber die wollte nicht rein. Nö. Nee. So normal, kennt man doch. Wenn keine Junge nicht rein wollte, sind so Achterbeine, die über den Kopf hängen. Oder wo du unter den Füßen nichts hast. Wollte ich nie rein. Nee? Nee. Bin auch ohne Probleme reingegangen. Als kleines Kind wollte ich da nie rein. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich immer durchfalle. Dass ich immer ausrutsche. Da hat halt mein Bruder das Problem gehabt, weil die so oft mal über Kopf hängen. Oder wenn 2 Loopings hintereinander sind. Oh, awesome. Oh, Heidepark, diese 2 Loopings hintereinander, ich so dong, dong, 2-mal den Kopf gestoßen, ey. Gott, ey, hat mir der Kopf weh danach. Tut dir doch so weh. Ja, das stimmt schon, aber da tat mir echt der Kopf weh davon. Ach, wenn jetzt hier im Haus, ne? Muss aufpassen, wenn du die Treppe hochgehst. Okay, wieso? Fehlt die Decke. Hä? Da fehlt die Decke. Gut, dann schon wieder gemacht. Ich reiß doch die Hütte ab hier. So. Hier kommen doch die Tiere später rein.
Ach ja, so ist das. Mal, so ein Thema hatten wir dann schon mal. Ja, meinst du, so abgehakt, ne? Thema abgehakt. Guck mal, wer da oben ist. Hey, was macht der denn hier? Haben wir was, meine Freitag? Spitzhacke? Meine Spitzhacke ist gleich schon wieder kaputt. Ich hab gleich das Haus schon mal zur Hälfte fertig. Ein Wutuf. Wutuf. Heute die Spitzhacke ist gleich wieder im Arsch. Zieh doch raus, du Ekelhafter. Du mich auch. Oh, aber ich hab ganz gut was geschafft, du quatscht gerade. Von mir muss man lassen. Jetzt können wir vorbeigucken. Warte mal, ich kann mein Bett hier oben hinstellen erstmal, wenn ich sowieso am Bauen bin. Wer halt, dass die heil bleibt, die Spitzhacke. You can only sleep at night. Ach, geh mir doch nicht um Keks. Ich komplett kaputt geht. Wo schmeißt du die Blöcke mal hin, die du findest? In mein Bett. Hast du da irgendwie Kalk schon gefunden? Scheiße. H oder mit C? Mit C. CH. Nicht, ist nicht schlimm. Gegen eine runde Farm. Hab ich nicht. Schade. Nur muss ich gerade noch Farm. Das Dach mache ich nämlich zum Schluss. Musik. Das hat einen Knall, glaube ich. Wer du? Du. Was ruckelt das denn jetzt so komisch? Das ist, wenn die Spitzhacken und schnell kaputt gehen, ey. Nein! Weil das kein Unbreaking drauf ist. Hier ist Might weg. Okay. Da fehlt noch was, dann muss ich gucken, wie ich das Dach mache. Entweder mit Clay. Ich glaube, das sieht am besten aus. Clay, Clay. Aber muss ich viel Clay sammeln. Clay, Clay, Clay. Dann das Dach. Hier habe ich 3 Kalkblöcke. Dankeschön. Ah, hier eine andere noch gefunden. Nimmt. Also, muss ein bisschen was sammeln. Fehlt nur was. Ah. Habe ich auch noch Essen? Essen ist so wichtig. Ja. Jo. Warte, wie schnell die Bags voll werden. Wie viel Limestone ich hab, ne? Ah, Limestone, bin ekelhaft. Ja, der wird ja wenigstens schön aus, sondern so Weißton, ne? Will ich nicht Kalk nehmen. Junge, wie fett ist das Haus denn von hier hinten? Wer hätte einen Knall gehabt, das zu bauen, ne? Junge, du? Jetzt kommt da vorne noch der Stall hin, so lang gezogen. So einen Knall gehabt halt. Und Pferde werde ich züchten, ausnahmsweise mal. Pferdlies, wo ich so schon ein paar geschlachtet habe. Ich weiß nicht wo. Ich auch. Ich glaube, ich konnte mal nicht einen Sattel. Ach scheiße, wie ist denn Sattel auf. Sattel. Glaube ich. Na, ich weiß es auch nicht. Ja, Minecraft und die Englisch Logic da. Doppel DD. Doppel DD. Sattel. 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 Lausch. So. Auch noch ein bisschen Kalk. Hier. Kalk. Ja. Kalk. Dach muss fertig werden. Dann fehlt noch Pinewood, dann habe ich schon mal die Etagen schon mal soweit fertig. Ja, na dann. Wolltest du unten. Wolltest du unten mal gucken oder was? Ja, ich mache jetzt hier, wie gesagt, ich sammle jetzt noch Kalk.
Und dann komme ich auf jeden Fall zu deinen Dingen. Was ist so Kalk? Kalk, Kalk, Kalk. Deine Hose? Ne, da ist nichts verkalkt. Deine Mine untergegangen oder was? Ja, was heißt meine Mine? Das ist glaube ich so ein Abhang mit deiner, war auf jeden Fall beleuchtet. Das ist glaube ich so ein Zwischengang von deinem. Warte mal. Weil die überall Fackeln sind, deswegen wundert mich das nämlich hier. Oder das hast du mal ausgeleuchtet gehabt hier, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist ja nicht schlimm, ist eine Kalkmine. So viel habe ich noch vor hier zum Bauen. Ach ja. Oder noch den Berg ein bisschen anders bauen. Der ist ein bisschen höher vielleicht. Aber. Ja, genug Zeit. Was kann ich, wo du runtergegangen bist? Wenn du bei uns aus dem Haus kommst, aus Treibhaus guckst, da links. Ja, da ist so ein kleiner Weg. Wow! Ey, Lampe, geh jetzt nicht kaputt. Ich hab keine Ersatzlampe mehr. Ja. Hallo? Gleich, psch, bam! Bin grad geflackert, so komisch. Ja, geht kaputt. Nein, ich hab glaube ich keinen Ersatz mehr. Geht kaputt? Nein. Doch. Darf nicht kaputt gehen. Ah, tut der Arsch weh? Ich habe keine Spitzhacke mehr, Kacke. Aha. Klar, jetzt kann ich. Kann ich mal in deine Richtung stöbern? Genau da. Irgendwo, warte. Komm jetzt hier rausgesprungen. Hier. Hey. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Jump, jump. Jump, jump, oh, jump. Oh, Pinewoods, nice. Muss ich auch noch gern. Warum ist hier eine Tür drin? Da ist Willi drin. Willi, der Schneemann. Spinner. Das willst du alles ausgraben, erstmal hier runter. Boah, wie viel Sand ist denn hier? Ja. Oh, ein bisschen Langeweile, ne? Warte das mal. Soll ja so mit der Ecke bleiben. Ach, so. Das soll ja hier so mit der Ecke bleiben dann. Wird ja halt alles gerade nach unten noch gemacht. Die Ecke bleibt hier dann so. Okay. Und dann ist hier auf der Seite dann halt noch, ne? Gut. Ja, musst du wissen. Gut, das ist ein bisschen knapp ja, hier mit der Ecke, ne? Das kommt ja komplett alles runter. So. Erstmal. Dann werden die Ebenen dementsprechend angepasst. Ach so, okay, ja, dann ist ja gut. Deswegen. Ist okay. Ach, halt auf. Von Ebene zu. Ich musste ja erstmal gucken, dass ich den Weg dahin finde, richtig. Ach ja, oh mein Gott. Ist zu Langeweile. Ja, hier bin ich hochgegangen und dann habe ich hier angefangen. Hm? Dann habe ich unten geguckt, wie viele Ecken ich da wegmache. Naja. Viel zu tun, ne? Das ist echt Langeweile. Ach, kommst du denn da drauf? Ja, besonders wenn du so alles runterbuddeln willst. Ja. Ja. Viel zu tun. Aber ich werde ja nicht nur das machen die ganze Zeit. Warum nicht? Mein Gott, zieh durch! Durch. Zieh durch. Nee, lass mal. Nicht? Langweilig auf Dauer. Muss ich gucken hier, wie ich hier hochkomme. Da. Willi, bist du noch da? Willi? Hallo. Du produzierst aber keinen Schnee, mein Freund. Nee, leider nicht. Vielleicht liegt das am Gebiet. Ah, armer Mann, armer Willi. Ich kann nicht so hinkacken. Fein. Wenn du später umsiedeln willst, entweder musst du ihn zerstören oder mit Minecarts rumschieben. Ach, wir haben noch Schnee. Ach, wir haben noch Schnee. Du willst den armen Willi töten. Drei Schneeblöcke. Du willst den armen Willi töten. Das ist aber nicht nett. Das Skelett. Autsch. Lol, ah, zwei okay. Stunden schon wieder. Oh ja. Gott.
gar nicht wirklich mitbekommen. Ist die ganze Zeit so am Bauen.